Ist es vielleicht dies? Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob alles noch geht. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Stromsky 2 und Grussel, moin. Also, ich könnte ja auch eigentlich mal der verlorene Sohn ist da. Ja, der verlorene Sohn hat einen verlorenen Arm. Das ist echt zum Kotzen. Ja, ich wollte auch einfach nur mal Hallo sagen. Mir war klar, dass hier jetzt irgendwie nicht viele Leute am Start sind, weil so ein paar Leute was tun und so. Ist ja mitten in der Woche, ne? So Freitag halt, ne? Weißt du Bescheid. Nein, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ja! Voll geil! Ich hab das Gefühl, der Bart ist um 2 Meter gewachsen irgendwie jetzt an dem Wochenende. Wo ich hier war, war ich hier, ne? Alter, warte. Hier war ich. Kreff. Kennst du? Kreff, ne? Ist der Bruder von, ne, sag ich jetzt nicht. Ja. Ja, voll geil das Wochenende. Ich wollte so viel machen und so viel erzählen direkt jetzt irgendwie. Und am letzten Tag, Abbau halt, ne? Montag. Hupte ich, hebte ich, gehäuptete ich, was ist die Vergangenheitsform von heben? Hupte, hüpte, ich heptetete, ich habe gehabt, ich habe gehaupt, was weiß ich. Auf jeden Fall ist kaputt hier, ne? Pass auf, ich zeige dir das mal eben, das ist total lustig. Du kriegst heutzutage nicht mehr irgendwie so eine Armschlinge oder so, ne? So irgendwie sowas. Sondern du kriegst hier sowas. Hier. Warte, warte, pass auf. Warte. Voll heiß da drunter. Und ist so quasi Bauchweggürtel mit Arm aufhängen. Geil, oder? Ja, und es ist warm wie Bolle unter diesem Ding. Ja, so sieht's aus. Sehr, sehr lustig. Was wollte ich denn? Ach so. Ich wollte heute eigentlich ein bisschen senden, irgendwie heute Abend, aber da bin ich davon ausgegangen, dass heute alles beim Arzt erledigt ist und so weiter und so fort. Jetzt war ich da gerade und hab das Glück gehabt, dass ich bei einem Arzt hier in Essen gelandet bin, am Kennedyplatz, mitten in der Stadt. Der, oh fuck. Der, am Montag alles fertig machen will. So, neue Schulter ab, neue Schulter dran und so, ne? Weißt du Bescheid. Richtig, das ist ganz, das ist total geil auch. TF. Könnte Hallo sagen. Hey, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen, auf jeden Fall. Erstmal ganz wichtig. Du bist der höchste Punkt an meinem Horizont. Alter, voll geil. Du bist der Farbenklecks in meinem Grau, in Grau. Du bist in meiner Winterzeit der Sonnenstrahl. Merci, dass es dich gibt. Du bist das Rettungsboot auf meinem Ozean. Du bist voll der Fels, der in meiner Brandung steht. Du bist in meinem Lieblingslied die Melodie. Merci, dass es dich gibt. Ich würde... Du bekloppt. Danke. Vielen Dank. Ich hatte eigentlich irgendwie. Danke. Geil. Mehr sage ich nicht. Fällt mir im Moment nicht ein. Ich. Dankeschön. Ich.
Hatte eigentlich eingestellt, dass man auch irgendwie Text einsprechen kann oder so? Nee. Einer sagt den Text oder so. Scheint nicht geklappt zu haben. Muss ich mich drum kümmern, wenn ich wieder zwei Arme habe. TR, vielen, vielen Dank. Voll geil. Ich hätte gerne mitgejubelt und gesungen, aber das. Ich hole das nach. Versprochen. Versprochen, versprochen, versprochen. Vielleicht eine kürzere Submelodie? Warum? Noch, mein Guter, ist das mir zu besonders. Oder ist dir das zu peinlich? Das muss dir nicht peinlich sein. Keine Sorge, ich werde nicht für dich trippen oder sowas. Also, schlimmer, viel schlimmer wird's nicht. Nee, das ist schon so cool, dass, sollte das irgendwann jeden Tag 100 Mal passieren, dann kann man das natürlich nicht mehr machen, aber so weit sind wir doch lange nicht. Ich wollte auch nur kurz einen wunderschönen guten Tag auch dir. Ja, er lebt noch. Er hat gerade gezeigt, was für einen tollen Bauchweggürtel er hat, wo man den Arm drin aufhängt und so und wo es darunter 80 Grad ist, zum Beispiel. Ja, es ist halt so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Wie gesagt, ich wollte heute eigentlich ein bisschen senden, ein bisschen quatschen, ein bisschen Scheiße bauen, weil mit dem Arm auflegen und Maus, das ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Es würde tatsächlich gehen, wenn ich diesen Stuhl höher machen könnte, was ich nicht kann. Da muss ich mir mal was zu einfallen lassen. Vielleicht, dann kann ich den Arm auflegen, weil dann muss ich ja nur meine Finger bewegen. Das, also mit Maus und so. Aber so ist das gerade blöd, weil es fehlen genauso, weiß nicht, so eine Armbreit fehlt halt tatsächlich irgendwie, ist blöd. Ich weiß. Was willst du machen? Ja, ich bin auf jeden Fall gerade beim Arzt gewesen und das ist hier um die Ecke quasi, deswegen bin ich jetzt hier vorbei und wollte einfach mal, richtig, Digga, hast du recht. Und genau das ist der Plan und das werde ich dann auch morgen tun. Ich glaube, ich habe eine richtig coole Frau kennengelernt. Ich, verstehst du? Und mit der treffe ich mich und der zeige ich das hier morgen und da werde ich ein Kissen mitnehmen. Oder ich werde mir hier irgendwie was zusammensuchen und so. Aber morgen war eigentlich das nicht eingeplant jetzt irgendwie, weil ich dachte heute beim Arzt und vielleicht müssen wir dann direkt operieren oder so, passiert ja manchmal. Ich kann im Moment gar nicht viel planen. Ich weiß nur, eine Sache muss ich planen jetzt. Also die ganze Sache wird jetzt am Montag stattfinden. Beim Arzt wird dann alles in einem Rutsch gemacht, habe ich irgendwie Glück gehabt. Und daher also das Kind. Ja, ganz genau. Richtig. Einmal zusammen. Wir haben uns noch nicht mal gesehen. Coole Frauen, sowas gibt's. das weiß ich doch nicht. Das, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, ja. Das ist halt wieder so eine Nummer, da darfst du halt, das darfst du wieder keinem erzählen, wie du dich kennengelernt hast, wenn er wieder sagst, wie du nutzt sowas, Alter, du willst doch nur vögeln. Nö. Aber wenn man flach liegt irgendwie und einem alles wehtut und man nicht irgendwie, man ist alleine und es geht einem durch. Nein. Ich scheint echt cool zu sein. Also schauen wir mal. Aber nichtsdestotrotz, rückspulen, Kissen. Ja, Kissen. Genau. So, am Sonntag ist hier diese Buchvorstellung mit allen drum und dran und so. Da muss ich selber ja fast nichts machen. Auf gar keinen Fall, Talos. Ich schreibe noch Briefe mit Ja, Nein, vielleicht und stecke die in Flaschen und werfe die in die See. Ja, warum denn nicht? Ne? Ich glaube tatsächlich, dass meine Generation das noch zum Daten nutzt. Und ich schätze mal so ab 25 drunter benutzt man das zum Vögeln. Klingt irgendwie bescheuert. Weiß ich nicht. Prost. Auf jeden Fall. Am Sonntag bin ich auf jeden Fall relativ zeitig da. Und da kann man dann nochmal, werde ich nochmal alles erklären, was war, wie war. Ich werde ein bisschen was zu dem Festival erzählen und was jetzt die nächsten Jahre da so weitergeht. Und sowieso, was demnächst kommt, da passiert so viel. Es ärgert mich, wenn jetzt demnächst kommt die erste Zusammenarbeit mit der Stadt Essen. Voll geil. Ich persönlich verurteile Leute nicht deswegen. Also wer das tut, warum soll... Ach,
Tun das sowieso 85% der Leute. Das Schlimme ist, die Hälfte davon ist verheiratet. Also, wie furchtbar, wenn man darüber tatsächlich jemanden findet, mit dem man irgendwie glücklich ist. Das wäre eine Katastrophe, oder? Nein. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich am Sonntag dann ein bisschen was erzählen werde, was alles so passiert ist, was auf dem Festival passiert ist. Was für coole Zusammenarbeiten es jetzt demnächst geben wird und so weiter und so fort. Kann jetzt schon mal sagen, dass ich das okay gekriegt habe von der Stadt Essen bis einschließlich Januar 2018, das hier zu machen, solange subventionieren die mich noch. Erwarten halt, dass irgendwie was passiert, aber sie können es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Oder können sie, weiß ich gar nicht. Furchtbar ekelhaft, ja, genau. Das wäre ganz schlimm, Talos. Also bis mindestens einschließlich Januar solltet ihr mich irgendwie an der Backe haben. Und guckt dir gerade ein furchtbar grimmiger alter Mann rein und ich habe Angst. Kann mich nämlich nicht wehren. Alter, der kann in jeder dritten Grimm-Verfilmung kann der den Bösewicht spielen. Alter Verwalter. Also, wollte nur mal gucken, es klappt noch alles, das ist sehr beruhigend. Wo ist man hier? Achso, da. Ja, es war ein bisschen anders geplant jetzt über das Festival. Da sollten wollten eigentlich öfter senden irgendwie. Das hat irgendwie aus Gründen nicht funktioniert. Ist halt so, wie es ist. Ich find's schade. Aber es ist so, wie es ist. Ne? Kannst dich halt nur auf dich selber verlassen, weißt du Bescheid. Ne? ja. So, also auf jeden Fall, Yoshi, wir haben uns doch gerade erst gesehen. Moin. Ja, also wie gesagt, am Montag werde ich dann wohl erfahren, wie das mit der Schulter ist und so und wie schlimm es ist und was passieren wird und so. Ein Riesenvorteil. Josh, moin. Der Geist 81, der Geist, sogar der Geist ist am Start. Hey, schön euch alle mal kurz wiederzusehen irgendwie. Wird jetzt nicht lange gehen irgendwie, weil ich kann, ne, wie gesagt... Arzt war ich gerade, der hat mich jetzt nach Hause geschickt mit Painkillers, würde ich sagen. An meinem Horizont. Du bist der Farbenklecks in meinem Grau in Grau. Du bist in meiner Winterzeit der Sonnenstrahl. Merci, dass es dich gibt. Du bist das Rettungsboot auf meinem Ozean. Du bist der Fels, der in meiner Brandung steht. Du bist in meinem Lieblingslied die Melodie. Merci, dass es dich Voll geil. Sag ich artig danke. Geh ich vielleicht auf dem Rückweg nochmal bei dir vorbei und sag nochmal artig danke. Wie cool, ey. Dankeschön. Ich finde das Lied so schön scheiße, dass es schon wieder großartig ist übrigens. Und das am Anfang eines Monats zu hören, ja, es ist nicht mehr der Anfang, aber jetzt, wo man halt hier wieder anfängt, ein paar Mal, ist finde ich schön. Ja, voll geil. Vielen, vielen Dank. Super cool. Ich werde auf jeden Fall, das wollte ich ja gerade sagen. Am Sonntag bin ich ein bisschen eher hier und werde hier ein paar Sachen neu einstellen. Ich werde wir haben ja ein Emoji, den werde ich vernünftig machen. Das fand ich schön mit dem Foto. Dadurch können wir am Sonntag abstimmen, welches ihr haben wollt und welches nicht. Aber der kleine Septopode sieht einfach kacke aus. Müsstest du auch jetzt irgendwie bei dir finden eigentlich, zum Beispiel... TF müsste das finden oder Yoshi müsste das auch finden. Egal. Also, Sonntag bin ich auf jeden Fall hier und dann ist halt hier Leserunde groß und so. Nächstes Wochenende, das werde ich am Sonntag auch fett Werbung für machen und erklären und so weiter und so fort, ist hier ein Musiker, der ist gar nicht so unbekannt übrigens. Lukas
Ich kenne ihn nicht. Der Lukas ist hier. Der tatsächlich auf Tour ist. Und im September sogar zweimal hier spielt. In Essen. Aus der Freiluftbühne. Und der hat richtig Fans und so. Ey, Alter, wusste ich gar nicht. Voll geil. Und der ist hier mit zwei Musikern und wird ein paar Stunden hier seine Mucke vorstellen und mit dem wir mal quatschen. Und das ist die erste Band, die hier ist. Es wird richtig cool. Wie gesagt, wir werden im Laufe dieses Monats ein Arrangement mit der Stadt irgendwie haben für Kids, was ich voll geil finde. Dann wird hier einmal im Monat oder vielleicht sogar zweimal im Monat hier von Kids eine Sendung gemacht. Finde ich voll geil. Also Kids-Nachrichten. Und was die wichtig finden und so weiter und so fort. Das fände ich total lustig und total spannend. Und halt was für Kids und Eltern vielleicht wichtig ist, aber von Kids halt. War so eine Idee von mir und ist durch Zufall jetzt, gibt es wohl jemanden, der auch sowas Ähnliches macht und der sucht halt Plattformen. Voll geil. Und sowas wird dann immer von der Stadt subventioniert und hey, wir wollen uns ja hier irgendwie subventionieren, ne, um hier irgendwie was Cooles zu machen. Was wollte ich noch sagen kurz? Das wird auf jeden Fall kommen. Dann werden wir diesen Monat hoffentlich mit der Planung reinhauen für Januar und da werden wir schon ein paar konkretere Sachen zu sagen, wie wir uns das denken und so weiter und so fort. Was da passiert, wann genau das ist im Januar und wie ihr vielleicht auch einen Teil mitspielen könnt, helfen könnt, wollt, vielleicht ja auch nur. Was war noch? Ja, wir dürfen unseren Puzzle-Wettbewerb, ne? Hier seht ihr ja rechts unten, das Ravensburger Puzzle, es ist da. Der Puzzle-Wettbewerb kommt. Ja, und dann werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir das Programm ein wenig zweiteilen werden, ne? Also, dass es tatsächlich tagsüber, so ab vormittags, mittags bis nachmittags, abends, ein bisschen Kunst gibt und, was heißt Kunst, also halt hier kreative Sachen gibt und da können dann die Leute zugucken, die so Bock haben, wie der Fred zum Beispiel was macht und so. Und ab nachmittags, abends bis nachts, morgens wenden wir uns dann ein wenig halt der Musik und Zockerei zu und so. Was ich gar nicht schlecht finde, das könnte man ja mal probieren, weil dann können die einen Leute halt mehr zuschauen, wenn es ums Zocken geht und die anderen können mehr zuschauen, ne? Was aber auch nicht heißt, dass es strikt nicht dann getrennt ist, dass der eine nur dann da ist und der andere dann da ist. Kann auch sein, dass beides gleichzeitig ist. Ja, dass zum Beispiel man halt, wie wir das öfter mal machen, links oben das Studio sieht, während der eine zockt und der andere was macht und andererseits halt genauso und die Leute können trotzdem mitzocken oder was weiß ich nicht, was müssen wir uns noch überlegen. Kann auch sein, dass der Fred und ich öfter mal zusammen hier sind und so, auf jeden Fall. Ah, fuck. auf jeden Fall, das werden wir auch mal austesten. Ob das jetzt noch diesen Monat ist oder nächsten, hängt doch jetzt ein bisschen alles mit der Schulter zusammen und so. So sieht es aus im Musterhaus. Boah, ist der lang geworden. Alter Falter. Ich hoffe, dass ich morgen Besuch bekomme und sie sagte, sie möchte mir unbedingt den Bart flechten. Das möchte ich sehen übrigens. Ich kann es leider nicht. Lass ich nächstes Jahr machen. Gute Idee gewesen. What? Talos, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber das ist auch gerade nicht so schwierig. Ich habe super wenig geschlafen, weil ich die ganze Zeit nicht wusste, wie ich mich hinlegen soll. Weil wegen Aua und so, ne? Lass ich nächstes Jahr machen, gute Idee gewesen. Hm? Du hattest schon länger Probleme mit. Nee, richtig. Also ich bin ja Krüppel. Ne? Im Alter wird man ja Krüppel. Nein, mein Fuß ist kaputt. Der tut jetzt gar nicht mehr weh. Das ist auch faszinierend, ne? Und den muss ich irgendwann mal machen lassen, weil der halt nicht in Ordnung ist. Aber das kann ich mir selber aussuchen. Ne? Und der tut im Moment aber gar nicht weh. Nach 6 Tagen Knüppeln und Arbeiten und hast du nicht gesehen, ist alles super. alles cool. Das mit der Schulter ist alle drei Jahre mal und geht dann aber nach 2, 3, 4, 5 Tagen wieder weg. Diesmal nicht.
Es war tatsächlich der Fuß. Aber du hast recht. Ich werde jetzt am Montag da aufrocken, werde gucken, dass sie sich meine Schulter angucken und danach werden sie sich direkt meinen Fuß angucken. Und dann werde ich zum Zahnarzt gehen und dann bin ich der gesundeste Olli auf diesem Planeten übrigens. Ja? Nur mal so. Hast du aber recht, Halos. So sieht's aus. So, wie, also ich wollte eigentlich heute Abend senden und ein paar Sachen machen, aber das werde ich dann morgen tun. Ich hoffe, mit einer tollen Frau an meiner Seite. Die ist wirklich toll. Sieht auf jeden Fall unfassbar gut aus. Schon mal, das ist, da muss irgendwo ein Haken sein. Hoffentlich sieht sie das nicht. Sei aber froh, dass es eine Bauchbinde ist. Ich musste mir den Mist hatte. Echt? Ich meine, es sieht total kacke aus und es ist so warm unter diesem Moped. Ne, aber ja. Kannst du halt nicht ändern. Okay. Also, und da werde ich dann noch ein paar Sachen vorstellen für den Sonntag. Da gibt es nämlich was zu gewinnen, irgendwie so Bücher halt und so weiter und so fort. Und da gibt es ein paar Sachen, die man machen kann, um halt zu gewinnen. ja, genau. okay. Sehr schön. Corny, bist du das Corny? Oder ist das, hast du dir einen neuen, hast du deinen Namen geändert, Corny? Ist das unsere Corny oder ist das ein neuer Corny? Ja, also, ich wollte heute Abend, nein, mache ich aber nicht, weil Arzt mir gesagt hat, Painkillers nehmen und ins Bett. Das gilt eigentlich bis Montag. Soll ich das eigentlich machen? Mach ich aber nicht. Also wie gesagt, morgen werde ich hier sein, vielleicht sogar kurz mit Besuch. Mal gucken. Und werde euch kurz erzählen, was am Sonntag passiert und was ihr machen könnt. Fake Corny. ja, aber K, also wahrscheinlich ist es sogar eine Null. K0RRNI. Corny. Oder es ist der Mann von Corny. Sonntag gibt es dann das so, und wenn ich am Montag beim Arzt gewesen bin, dann werde ich, egal was passiert ist, also ich werde mich nicht am Montag operieren lassen sofort, weil das muss ich organisieren. Ich bin alleine, wohne im fünften Stock ohne Führerschein, ohne Fahrstuhl. Sowas muss ich organisieren. Wenn der meine Schulter operieren will, wenn die meine Schulter operieren müssen, wovon ich mal ausgehe, dann werde ich das nicht am Montag machen lassen, sondern werde mir Auertabletten geben lassen und dann werde ich herkommen und dann werde ich euch genau am Montag sagen, wie, was, wo, wann, warum weitergeht und so. Damit man das ein bisschen planen kann. Ja. Hier, Real Life und so, ne? Passiert halt so ein Kack. Habe ich auch keinen Bock drauf, ist aber so. Ja, jetzt habe ich euch ein bisschen zugequatscht. Ich wollte nur gucken, eigentlich nur gucken, ob es funktioniert, ob es geht. Es funktioniert noch. Ihr könnt, apropos, nicht, dass ihr müsst mich daran erinnern, nach einer OP wirst du das sowieso nicht direkt heim können, oder? Das ist ja heute gar nicht mehr so schlimm, ne? Also ich weiß, dass ich bin am Knie operiert worden und bin nachher direkt nach Hause geschickt worden. Nach Aufwachen und so, ne, logisch. Und Knie und Schulter ist heute ambulant meistens. Da, das knallt dich dann, du darfst nichts essen, du kommst da hin, dann bereiten die dich vor, dann punchen die dich da ab, dann hauen die dich aus dem Leben und dann machen die das fertig und machen alle dicht und dann wachst du auf und dann wirst du nach Hause geschickt. Hat! Mach mich nicht schlapp. Was war denn mit deinem Sprunggelenk? Jetzt krieg ich Angst. Brat vom Rost. Ist auch ein geiler Name übrigens. Entschuldigung. Ich wollte nur, ich fand den Namen so toll und ich kann ihn hier sehen. Entschuldige.
ja gut, okay, das war dann wahrscheinlich super kompliziert und du konntest nicht, ne? Und also, wenn ich was am Fuß hätte, ich könnte gar nicht fünf, wie soll man denn fünf dann, gut, also man, das dauert dann wahrscheinlich 3 Jahre, aber jetzt zum Beispiel, Bratform Rost, moin, entschuldige, ich habe nur, ich wollte, wenn du einfach, ich soll dir keiner zum Schreiben zwingen, ich habe nur deinen Namen gesehen und fand den ganz lustig, irgendwie, ich bin eine Krüppel hier im Moment, ne, hier so Arm weg und so, und wollte nur gerade den Leuten ein bisschen erzählen irgendwie. Ich wollte gucken, ob das hier alles noch funktioniert im Studio und den Leuten ein bisschen Hallo sagen und entdeckte deinen Namen. Sehr lustig. Gefällt mir sehr gut. Falls du neugierig bist, was das hier ist, guck, ne, wir machen hier natürlich Gaming, aber auch ganz viele andere Sachen. Ne. Nächstes Wochenende kommt Mucke. X-Hamster! Hi! Zeigen wir hier Mucke, stellen wir Musiker vor. Wir, hier rechts unten siehst du hier Puzzle. Wir machen hier Puzzle-Wettbewerb gegen hier alle und so. Das wird total bekloppt und lustig. Wir machen hier alles Mögliche. Kannst dann mal ein bisschen in die Videos schauen. Bei YouTube auch Arden Games TV. Da kannst du vergessen. Ne? Und wenn du Bock hast, schaust du einfach mal wieder rein, wenn ich kein Krüppel bin und einfach mal kurz nur Hallo sage. Und dann, ne? Oh, du kommst vorbei. Wie gesagt, wenn wir auf Sendung sind hier in Essen, wir sind im Unperfekthaus im Studio. Und wenn das da leuchtet und so, ne, und die Tür auf ist, dann kannst du reinkommen und kannst mitzocken. Und wenn du zu Hause zum Beispiel selber nicht zocken kannst und mal Bock hast, irgendwie sowas zu machen, ne, dafür sind wir da. Wir machen das ja alles ein bisschen anders als normalerweise. Aber schön, dass du mal vorbeigeschaut hast. Brat vom Rost. Voll geil. Ja, was wollte ich denn sagen? Ach so, ja, es ist halt blöd. Ne? So, mit hier Gedöns und mit. Wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jetzt noch meinen Fuß mitmachen lassen. Ich könnte ja noch nicht mal die Krücken mich abstürzen mit, weil meine Schulter kaputt ist, damit ich den Fuß nicht benutzen muss, damit ich 5 Stockwerke nach oben komme. Es wäre also eine Katastrophe. Das heißt, ich müsste irgendwo unterkommen. Oder hier auf dem Sofa pennen im Studio. Wäre aber mit Sicherheit auch lustig. Ich würde ein bisschen streng riechen, irgendwann nach einer Zeit. Und müsste gucken, dass ich die Viecher, die sich im Bart einnisten, loswerde. Aber es geht gar nicht. Also ich könnte nicht in meiner Wohnung bleiben. Mensch, Schnuffi, was hast du denn angestellt? Ja, Hase, das ist tatsächlich blöd. Nichts habe ich angestellt. Alle 2-3 Jahre, seitdem ich denken kann, wenn ich zum Beispiel schwimme irgendwie und Brust schwimme irgendwie, dann war es halt manchmal so, dass meine Schulter kurz wehtat. Oder wenn ich mich mal irgendwie falsch, wenn ich mich gut drauf gestützt habe oder so. Im Schnitt, ich schätze, alle 2 Jahre. Und dann tat das 1-2 Tage weh, dann konnte ich das nur blöd bewegen und dann war es aber weg. Und das war ja vor ein paar Wochen, war das ja auch so, dass meine Schulter mir ein bisschen wehtat irgendwie, weil ich mich auch wieder verhoben hatte. Und dann war das halt gerade wieder weg und dann fing das Festival an. Und dann habe ich, alles gut, dafür ist der Name ja auch da, gefällt mir hier, angenehm beben. Ja, schön. Im Moment quatsche ich nur. Ja, du hast uns oder mich noch nie was machen sehen. Vielleicht ist es auch besser so, man weiß es nicht. Aber schön, dass es dir gefällt. lass dich mal überraschen. Es ist ganz lustig hier eigentlich. Sind halt dabei, hier irgendwie so eine kleine Online-Offline-neue Community auf die Beine zu stellen, wo wir uns heute alle treffen und... Ich mag das Lied. Yes! Danke, 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 danke. Danke für den Follow. Sau cool. Vielen, vielen Dank. Werden ein paar mehr Sachen machen. Werde ich morgen, übermorgen, auf jeden Fall übermorgen, werde ich das alles nochmal schön erzählen und zusammenfassen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich bin jetzt ein wenig außer Gefecht gesetzt gewesen. Deswegen ist das alles ein bisschen blöd. Es ist hier ein bisschen anders und es wird hier ein bisschen cool die nächsten Monate und wir werden so ein paar Sachen machen, die abgefahren sind und spannend. Ich weiß es auch nicht. Aber wie gesagt, erzähle ich alles morgen und übermorgen. Also auf jeden Fall habe ich beim Festival gearbeitet, hier Kreff, ne, habe ich ja schon gezeigt, Kreff, hier, ne, ja, viel Spaß beim Zocken. Ich würde ja so gerne auch, aber ich kann nicht. Kräft gearbeitet, viel geschleppt und so. Und am letzten, es war alles okay. Und am letzten Tag hebe ich hier so einen Zaun hoch, irgendwie so eine Absperrung.
Und da ging halt nichts mehr. Und jetzt ist es halt auch so, dass es nicht nur wehtut, wenn ich ihn bewege, sondern er tut halt die ganze Zeit weh. Und das ist schlecht. Und jetzt muss da mal jemand reingucken. Jetzt muss mal jemand reingucken. Und dann geht's halt weiter. Aber was der Talos sagt, ist ganz gut. Ich muss jetzt tatsächlich, ich werde jetzt irgendwie gucken, dass ich was zu essen zu Hause habe. Und dann... Wie geil, das ist eine... Kleines Mädchen, die ist total baff, was man hier alles machen kann und was man hier alles trinken kann. Und so. Abgefahren. Wie gesagt, morgen bin ich auf jeden Fall mal kurz hier am Start, ob alleine, vielleicht sogar zu zweit. Mit, falls ich tatsächlich Besuch bekommen habe, mit diesem echt coolen Mädel. Dann auf jeden Fall am Sonntag ab mittags. Mittags heißt jetzt nicht Punkt 12 Uhr, ne? Aber ich schätze so 1, 2. Und dann geht die Buchpräsentation los und dann sind abends, der erste Sonntag im Monat, sind die Lesungen, da stellen die Autoren dann wieder ihre Stücke, Werke vor und so weiter und so fort. Und wie gesagt, am Montag ist Fat Arts Session ab 8 Uhr morgens. Und dann werde ich danach das Programm machen und ein bisschen erzählen, was jetzt ist und so weiter und wie es weitergeht. Ich befürchte, dass er mir sagt, da sind Muskeln gerissen oder Bänder oder Kapsel oder so und dann werden die irgendwas machen müssen. Nicht gut. Aber, ne? Muss man halt, ne? Durch dann und so. Ja, er lebt. Er lebt. Kronos, du hast vergessen, das Mischpult auszumachen. Schön, erstmal hallo und kriege direkt einen drüber. Ja, also wie gesagt, das sind die Pläne. Morgen, ich schätze, ich weiß nicht, ob sie mit vor die Kamera will oder nicht, aber ich werde auf jeden Fall morgen ein bisschen hier was machen, damit ihr allein die Aufgaben bekommt für den Sonntag, wenn ihr mitmachen wollt und ein Buch gewinnen wollt und noch ein paar andere Dinge. Das werde ich euch morgen mitteilen. Ich denke morgen Nachmittag, Abend. Ja, und am, wie gesagt, Sonntag, Mittag, frühen Nachmittag geht's halt los, ich schätze zwischen 1 und 3 und dann den ganzen Tag. Ja, aber das, das Mischpult hängt nicht da dran. Ist doch egal, ist nicht schlimm. Oh mein Gott, das Mischpult war dran. Nee, halb so wild. Brat vom Rost ist bescheuert. Geiler Name. Egal. Ja, und da kommen dann halt, kommt die Buchvorstellung und dann kommen die Autoren und bla und ich werde ein bisschen halt hier so rumhängen und ne, Kacke labern wie immer. Und am Montag wird dann von mir online gestellt, vielleicht auch morgen, dass wann, wie, wo, was ist. Ich werde auch morgen und oder übermorgen erklären, wann das mit der Musik ist, am nächsten Wochenende und so. Mit dem Lukas werde schon mal ihn ein bisschen vorstellen. Und am Montag nach dem Arzt werde ich euch erzählen, was mit meiner Schulter ist, was die gesagt haben. Da wird Mama sich auch freuen, denke ich. und dann halt, wie es dann hier weitergeht, genau. Das Blöde ist tatsächlich... Ich sitze nur ein bisschen, also wenn ich so sitzen würde, dann könnte ich mit der Maus, dann könnte ich zocken. Dann könnte ich wahrscheinlich auch ein bisschen so zocken und so, aber so geht es leider gar nicht. Das heißt, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich brauche 2 Furzkissen, große irgendwie, die ich mir noch organisieren muss. Und dann habe ich auch nichts zu tun und dann können wir hier zocken. Ja. So sieht's aus. So, jetzt ist es schon 12. Ich wollte eigentlich nur 5 Minuten lang Hallo sagen. Das habe ich jetzt gemacht. Aber sauschön, dass ihr alle noch am Start seid und dass sogar der Brat vom Rost neu dabei ist, wenn ich nach ein paar Tagen mal wieder Hallo sage, als Krüppel. Schön zu wissen, dass ihr nicht weg seid alle. Das finde ich total cool. Das freut mich sehr. Und an Yoshi und TF,
Ihr beiden seid die geilsten Follow-Subscriber sozusagen. Zweiter Monat. Alter, wie geil. Voll cool. Vielen, vielen Dank. Ich sehe gerade noch ein paar andere neue gucken zu. Schaut euch ein paar Videos an. Guckt auch vielleicht auf YouTube an Games TV. Könnt ihr sehen, dass wir hier nicht nur Gaming machen, sondern ganz viele Sachen. Und das wäre total schön, wenn ihr an meinem Horizont. Du bist der Farbenklecks in meinem Grau im Grau. Du bist in meiner Winterzeit der Sonnenstrahl. Merci, dass es dich gibt. Du bist das Rettungsboot auf meinem Ozean. Du bist der Fels, der in meiner Brandung steht. Du bist in meinem Lieblingslied die Melodie. Merci, dass es dich gibt. Dieses Lied ist der Knaller, Kronos. Also, Kopf zu. Und Fräulein Hamster, ich bin untertänigst, unterwürfigst dankbar für dein Twitch Prime Subscribes-Gedöns. Völlig egal. Ach, ihr seid total bescheuert, dass ich untergeht. Du bist der Farbenklecks in meinem Grau im Grau. Wie geil. Du bist in meiner Winterzeit der Sonnenstrahl. Merci, dass es dich gibt. Ich brauch auch so ein toll Emoji. Du bist das Rettungsboot auf meinem Ozean. Du bist der Fels, der in meiner Brandung steht. Du bist in meinem Lieblingslied die Melodie. Merci, dass es dich gibt. Damit das nicht aufhört. Merci. Olli, kleiner als drei. Kleiner als drei. Da ist jetzt, geht doch mit dem Vorlesen, tatsächlich. Kleiner als drei ist wohl das Herzchen. Was ist das für ein Quatsch? Ja, das ist der Septopode. Er ist so furchtbar, oder? Leila ist übrigens geiler. Ne? Frau Hamster, Dankeschön. Ja, dieser Septopode, das ist einfach, man kriegt das nicht besser hin. Ich verspreche. Geil. Merci, kleiner als drei. Was soll das? Ich werde den Septopoden ändern. Der ist voll cool, der ist voll kacke, der ist voll klein, man kann man gar nichts erkennen. Guck mal, wie schön der beim Hamster ist. Wo ist er? Da ist er. Der ist doch toll. Frau Hamster, Sie haben so einen schönen Hamster übrigens. Sie haben den schönsten Hamster, erwähnte ich das. Er brat vom Rost, wenn du dich wunderst, wir haben sie hier nicht alle, ne? Nur mal so. Also sei gewarnt, ja? Wir sind hier und so, ne? Tick-Tack. Den erkennt man auch nicht, den kennt man voll super. Der ist voll geil. Ehrlich jetzt. Der ist voll cool. Aber ich werde, ich sollte passen. Sehr schön. Dann herzlich willkommen, Herr Rost. Frau Rost. Das Rost. Ich weiß nicht. kleiner als drei, ist das bescheuert. Ich brauche noch zwei. Ich habe doch nur einen. Wir haben doch nur einen. Wir sind ja noch keine richtigen Partner. Partnersesse. Oder? Nee, also ich noch nicht. Wir sind noch total klein und unbedeutend. Ich könnte auf die Tränendrüse drücken. Ich brauche einen Artificial Arm und so, ne? Spendenziel. Wir kosten so mehr als 3,50 auf jeden Fall. Aber dieser Bauchwerkgürtel, der kostet mich 3 Liter Saft die Stunde, glaube ich. Irgendwie passen die Emojis im Chat, im Stream nicht. Du kannst doch trotzdem schon. Ich kann immer. Nein, also was kann ich? Null gleichen? Ich kann die Null. Was? Ihr sprecht in Rätseln.
Ihr sprecht in Rätseln. Nochmal, ist übrigens auch geil. Vielen Dank fürs Subscriben. Ihr seid total bekloppt und vielen, vielen Dank. Das ist ein Tisch. Du, ich guck beim Chat hier, ich sehe hier nur Tische. Ach so, ich könnte mal im Stream gucken. Ach so, das ist ein Tisch? Im Ernst, das ist ja lustig. Ja, aber wie gesagt, vielleicht gefällt euch ja so dieses, der Grussel hat so viele schöne Fotos gemacht und sich da so Mühe gegeben. Vielleicht gefällt euch das ja besser. Und wenn ich sowieso drei habe, dann verstehe ich das zwar nicht so ganz. Ach, du meinst, weil man einmal für 5, einmal für 10 und einmal für 25 subscriben kann? Also ganz im Ernst. Da bin ich jetzt total egoistisch, falls irgendjemand auf die Idee kommt. Ich finde das mit dem Subscriben super, auch damit Twitch das sieht, dass Leute sich hierfür interessieren und so. Das finde ich auch wichtig, weil die stellen halt nur mal die Plattform und so weiter und so fort. Aber alles andere drüber könnt ihr echt lieber reinvestieren quasi, weil davon geht die Hälfte auch weg an Twitch. Ne? Und das finde ich dann vielleicht ein bisschen viel. Also da kann man dann lieber irgendwie sagen, da kann der Olli mit einem Zehner mehr anfangen, wenn er hier ein neues Kabel kauft, ihr wisst, was ich meine. Dann von, was weiß ich, 25 Euro, nur damit man noch ein Emoji mehr hat, 12,50 an Twitch zu geben, das finde ich nicht in Ordnung, solange, das finde ich vielleicht in Ordnung, wenn man Partner ist und man dann 50 Emojis machen kann und in besserer Qualität streamen kann, damit ihr euch die Qualität aussuchen könnt und die halt einem was bieten. Aber im Moment bieten die einem gar nichts und kassieren halt nur dafür. Ja, also wir schaffen uns hier irgendwie so eine kleine Community und profitieren vielleicht auch gegenseitig ein bisschen voneinander, wenn ein anderer streamt und so, was ja auch schön ist. Und aber wenn du mit Twitch Prime die Subs kriegst, du alle Emojis freigeschaltet. Echt? Das ist ja voll geil, das wusste ich gar nicht. Voll cool. Also wie das mit Amazon Prime ist, weiß ich nicht. Ob man da dann die 5 bekommt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich ganz halt ehrlich sagen muss, weil du bei Partnern gesubbt hast. Quatsch, das ist wie... Hi erstmal. Starker. Finde ich auch geil. Quatsch, das ist wie nur als Klasse-Sub. Ey, Leute, es geht mir einfach nur darum. Dass ich finde das völlig okay. Wenn man sich entscheidet, ey, das, was die Leute da machen, ist cool und ich hau einen Fünfer raus oder ich subbe mit Twitch Prime, was ich kongenial finde, weil es keinen was kostet und man halt so das hier unterstützen kann, halt, damit ich mal ein neues Kabel kaufen kann oder so, finde ich das völlig okay. Twitch stellt die Plattform und die haben ja auch Stress damit und müssen das, finde ich völlig in Ordnung. Wenn ich aber für einen Zehner und für 25 das mache, dann finde ich, ist das zu viel, was sie abkriegen. Denn dann schätzt einer das sehr und möchte das Projekt unterstützen und nicht Twitch unterstützen. Wenn die Twitch unterstützen wollten, dann würden sie Twitch 25 Euro spenden. Das können sie auch gerne machen. Ja, kann ja jeder halten wie ein Dachdecker. Wenn ich zu viel Geld habe, dann soll ich das tun. Wenn ich aber etwas wertschätze und aus Wertschätzung das auch freiwillig unterstütze, dann ist irgendwann gut, dass ich die Hälfte... wenn jetzt hier Thorsten Twitch zuguckt und jetzt sauer wird, Thorsten, meine Nummer, ne, blende ich dir sogar da ein und dann kannst du mich anrufen und dann können wir darüber reden. Aber dann bin ich voll dreist und dann sage ich, dann donatet das echt, weil dafür kann ich, muss jetzt noch einen Monitor, der da vorne an die Wand kommt, machen, dass wenn Gäste da sitzen, halt mitlesen können, den Chat und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, die müssen finanziert werden und das kann ich nicht. Das nur mit dem Nummer verlängert sich automatisch bei Prime, muss man das jeden Monat drücken. Das finde ich aber gut, Kronos, ohne Scheiß. Wenn jetzt der Starke ist neu und ist Amazon Prime-Kunde
und dem gefällt das hier und macht jetzt, drückt jetzt einen Sub, weil er sich denkt, ey, das ist cool, was wir hier machen. Und guckt sich das dann an und sagt, ja, aber ich habe vielleicht bei dem und dem oder der und der zugeguckt und das ist mir lieber, dann muss er nicht extra das wegmachen und so. Das finde ich okay. Also, das finde ich, find ich okay, dass man das... ich finde es besser, wenn man selber entscheiden kann, jeden Monat neu, als wenn es sich einfach verlängert. Finde ich ehrlich. Denn ey, wenn ich jemanden unterstützen will, dann gucke ich zu und dann denke ich eh dran. Irgendwann. Und ne, es ist, soll sich auch keiner gezwungen fühlen. Ich finde halt einfach nur, dass das System falsch ist. Ja, also jetzt haben wir diese Vorpartnerschaft bekommen, weil wir die Kriterien erfüllen. Und nein, es ist, sagen immer so viele, kriegt doch jeder. Nein, kriegt nicht jeder. Du musst tatsächlich ein paar Kriterien erfüllen, die vielleicht nicht so hoch angesetzt sind, wie man glaubt, aber sie sind da. Und ich bin verdammt stolz drauf, dass ich nach 2 Wochen Senden die Kriterien erfüllt hatte. Und ich finde es schön zu sehen, dass Leute, die hier mit dabei sind und selber senden, auch die Kriterien jetzt erfüllen und man die auch unterstützen kann. Und so, das finde ich toll. Aber, und da bin ich ganz deutlich, und das ist ja ein freies Land. Ich darf ja, zum Glück wohne ich in einem freien Land, in dem ich meine Meinung vertreten darf. Das finde ich total geil. Im Moment streichen die nur ein und bieten dir nichts dafür. Nichts außer dem, was sie nicht jedem Otto-Normalverbraucher bieten. Sondern so als Dankeschön dafür, dass ich jetzt vielleicht irgendwie mir den Arsch aufgerissen habe und mit der Hilfe von den Leuten, die hier waren und so, dass es tatsächlich jetzt ein paar Leute gibt, die subscriben. Die Arbeit habe ich gemacht und dafür kriegen die das Geld. Das finde ich, wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt okay, weil wir deren Plattform nutzen. So. Aber ab einem gewissen Punkt finde ich das nicht mehr okay, beziehungsweise es müsste dann so sein, dass die dass sie so machen, was weiß ich, wenn es jetzt der Sender tatsächlich schafft, von mir aus 25 Subscriber zu generieren im Monat, 15, 10, keine Ahnung, ja, sie stellen ja die Ansprüche auch jetzt nicht relativ hoch, was heißt, ne, um dieses Affiliate-Programm zu erreichen. Sagen wir mal, du erreichst 10 Subscriber, dann müssen sie die halt, und das von mir aus regelmäßig 3 Monate hintereinander, oder 15, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal 15, weil 15 hatte ich das letzte Mal. Danke nochmal. Finde ich schon super. So, erreichst du 3 mal 15, bist du Partner. So, und dann müssen sie dir 50 Emojis freischalten, dann kannst du in der Qualität senden, also streamen und vor allen Dingen dir zu Hause aussuchen, in welche Qualität du gucken willst. Du hast noch echt ein paar mehr Vorteile als Partner und so weiter und so fort, weil dann hast du dir das auch verdient. Und das ist halt völlig undurchsichtig. Also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, was ich tun muss, um jetzt eine Partnerschaft zu kriegen oder nicht. Wie viel Zuschauer ich haben muss regelmäßig, um eine Partnerschaft zu kriegen. Wie viel Subs ich kriegen muss, um eine Partnerschaft zu kriegen. Ich wette, es gibt Sender, da gucken 100 Leute regelmäßig zu und nur in Anführungsstrichen, 10 subscriben. Und ich wette, es gibt Sender, da schauen 40 zu und 39 subscriben. Was ist jetzt besser für Twitch? Wonach gehen die? Oder gehen die auch ein bisschen nach Inhalt? Wenn jetzt die ganze Zeit jemand nur Dead by Daylight spielt und von mir aus 500 Zuschauer hat, dann weiß ich, dass sie sich damit... gleich. Dann weiß ich, dass sie sich damit schwer tun, dann musst du das über lange Zeit irgendwie halten, weil die gerne halt sehen, dass es Content gibt. Und wenn es jetzt schon einen Deutschen gibt, der irgendwie bei Dead by Daylight halt total abräumt, dann hast du es als Zweiter total schwer. So, wenn ihr euch mal anguckt, wenn man jetzt uns mal anguckt, wir machen so viel Verschiedenes. Von Malen über Autoren, über Zocken, über alles, 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 alles. Tja, Kronos, hast du nicht aufgepasst? Das heißt nicht Ausrufezeichen Lila. wir machen so viel verschiedene Sachen. Und dass es dann vielleicht schwieriger ist, irgendwie eine Community zu generieren, weil es halt viele Sachen, viele Leute nicht interessiert, wenn einer ein Buch schreibt. Auf der anderen Seite interessiert es vielleicht die Leute, die dann beim Buchschreiben zugucken, die 20, 30, halt nicht, wie wir hier sitzen und zusammen zocken und so weiter und so fort. Also was ist jetzt besser? Nach welchen Kriterien? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal einen Ansprechpartner. Aber ich habe auch noch keinen Cent Geld. Weil damit lassen die sich 6 Wochen Zeit. Also
finde ich es eine wohl angebrachte Kritik, wie die damit umgehen. Ausrufezeichen Pups. Ja. Erstens heißt es Furz und zweitens haben wir den noch nicht. Und den würde ich jetzt gern schreiben, aber ich kann nicht. Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist verwirrend blöd gemacht von Twitch. Macht keinen Sinn. Und statt, natürlich sollte ich mich darüber freuen. Ja. Nettes Puzzle, das packen wir aus am 20. Wenn es du dir kaufen willst, du kannst es dir gerne kaufen. Und könnt ja zu Juno gehen. Was? Und raucht da erstmal eine? Wieso soll ich eine rauchen? Shorts da 1. Nein, danke. Nein, es ist aber auf jeden Fall unsere Puzzle-Challenge, genau, unsere Puzzle-Challenge. Am 20. machen wir Puzzle-Challenge irgendwie, ich glaube 3-4 Leute oder so. Dann werden wir uns alle via Skype verbinden und wer als erster fertig ist, hat gewonnen. Hört 200 gleich? Ich verstehe das nicht. Der Hamster 30 gleich, 200 gleich. Zählst du gerade irgendwas? Machst du heimlich schon das Puzzle? Ach so. Entschuldige, ich rauche wenn nur abends, da vergesse ich es aber meistens, aber ich kann es nicht ändern, wenn ich Alkohol trinke, dann muss ich, es so eine Angewohnheit, glaube ich, dann muss ich trinken. Da ich ja ständig Alkohol, also jetzt gleich auch und so, nein. Mit der 27, Hamster, was ist denn los mit dir eigentlich? Was ist denn los? Was? 27, 30 gleich, 200 gleich, dachte 27, was? So, ich muss meinen Gedanken zu Ende bringen, sonst schaffe ich das nicht. So, also, ich finde, das macht keinen Sinn für mich. Habe aber leider nicht das Recht, mich zu beschweren. Bei Twitch. Man muss, ne, ist das Glas halb voll, ist das Glas halb leer. Ich habe jetzt 15 mal 2,50 bekommen. Im ersten Monat, wo das jetzt möglich war. Da müsste ich dankbar sein. Was ich auch bin. Finde es einfach nur schade, dass man halt so unterschiedlich behandelt wird zu Partnern. Weißt du, die müssen mich gar nicht zur Gamescom einladen. Doch, müssen sie schon. Hätte ich schon Bock drauf. Nein, aber säufst du für Geld vor der Cam? Es kommt auf an, was und für wie viel Geld. Schaut's da. ne? Also, ich bin käuflich. Ich glaube, alle, wir sind alle käuflich. Es kommt tatsächlich auf das was an, wofür, wie lange und so weiter und so fort. Cola auf Ex. Hamster, du machst mich kaputt. Was ist 1500 plus? Was? Also unsere, wir haben auch noch die 10.000 Viewer Challenge, ne? Die natürlich jetzt völlig, weil ich 6 Tage raus war, völlig für ein Hintern ist. Jeder auf Twitch ist käuflich, deswegen machen wir es doch. Genau. Nein. Es ist auf jeden Fall so, dass ich diese Affiliate-Nummer nicht gut organisiert finde, nicht fair finde. Weil im Moment ist es so, dass no one understands me. Bart ab für wie viel? Pff. Ja. Hallo Markus, moin moin. 2 Bier auf Ex für einen Fünfer? Da ist ja, zwei Bier auf Ex für einen Fünfer. Ist erstens zu wenig, weil es sind 2 Bier. Gut, 2 kleine Bier. So, 2 Kölsch auf Ex mache ich dir auch für 4. Eine Flasche Kräuterschnaps ist viel zu viel. Wer säuft denn eine Flasche Kräuterschnaps? Das soll ja auch Spaß machen, irgendwie, ne? Und saufen. Saufen-Challenge finde ich immer blöd, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Bart ab für, ne? Kannst du ja mal. Es müsste schon mindestens 4-stellig sein, glaube ich. Und auch nicht 1001. nee, müsste schon ein bisschen mehr sein, glaube ich. Der Markus Game 33 ist auch am Start. Moin, moin übrigens, ja. So, ich zeige euch so, ich für die jetzt erst, ich kann euch noch mal den Bauchweggürtel zeigen, warte, ne, den ich bekommen habe vom Onkel Döck. Kann man das so sehen schon? Ja, muss ich nach vorne gehen, oder? Und seht ihr? Guck mal.
Das ist so warm. Kannst du, was hier für eine Suppe drumherum entsteht. Mama, zeig mir dein Gepäck, Baby. Komm, schüttel Bug und Heck. Dein Tisch ist gut gedeckt. Schon so auf! Limo, du geiles Stück. Vielen, vielen Dank. Voll geil. Ich muss es ja nicht zeigen. Ich bin wenigstens ehrlich. Was ist los mit dir? Was mache ich denn? Ich habe meine Schulter kaputt. Und am Montag wird man mir sagen, ob ich operiert werde oder nicht. Aber ich dachte mal, ich sag mal Hallo, weil die ganze Zeit das Stream dadurch ausfällt und so. Und los, sauf. Ich habe aber leider kein Bier hier und auch keinen Kräuterschnaps. Ich mach's auch für viel, aber auch keine zwei Kölsch hier. Morgen, pass auf, morgen Abend komme ich wahrscheinlich mit einer Bekannten hierher und dann erkläre ich ein, zwei Sachen und dann mache ich das. Versprochen. Komm nicht alle im Krankenhaus besuchen. Ihr sollt nicht irgendwie im Krankenhaus besuchen, ihr sollt mich hier im Studio besuchen kommen. Das gilt auch für alle, die neu sind. Für Markus, für die Limo. Vielen, vielen Dank übrigens. Voll geil. Kommt vorbei, ne? Also wir sind hier im Studio. Das ist hier nicht bei mir zu Hause, in meinem kleinen Zimmer und so. Die Bekannte müsste wohl eher klein. Also, wirklich. Ich kenne die Bekannte noch so richtig. Wir treffen uns morgen zum ersten Mal. Hoffentlich klappt es, dass man sich kennt. Kiosk. Wo ist das? Markus, es ist in Essen im Unperfekthaus. Gehst du einfach mal hier, wir heißen Art & Games, ne? Also das Studio, Art & Games. Gehst du auf artandgames.de und auf wo? Da steht Unperfekthaus, da steht auch die Seite von Unperfekthaus und so. Und da habe ich mit mir ein kleines Studio eingerichtet. Und es sollte schon fertig sein, ist immer, ich glaube, es wird immer bei 95% bleiben. Und da können alle vorbeikommen. Und es geht auch hier nicht nur um Gaming, sondern wenn du zum Beispiel eine Band hast und möchtest sie vorstellen, dann setzen wir uns zusammen, dann gucken wir mal und dann. Zum Beispiel nächsten Samstag ist der erste Musiker da mit zwei von seiner Band und er stellt sich vor. Voll geil. Wir haben ja oft mal so Lesungen, Autoren stellen ihre Bücher vor. Guck mal bei den Videos, Art & Games TV, bei YouTube zum Beispiel oder hier drunter noch irgendwie, wenn die noch da sind. Dann haben wir oft ja hier so kreative Leute, die airbrushen zum Beispiel. Der Fred macht demnächst ja auch was und so und der war schon hier und hat sich vorgestellt, was er macht und so. Also es gibt ziemlich, ziemlich viele, viele geile Sachen. Jojo! Jojo, vielen Dank fürs Follow. Dankeschön. Embryo-Schubser ist auch wieder am Start. Geil. Embryo-Schubser ist so bescheuert. Olli, mach doch mal ein Wo mit dem UPH-Link. Kronos ist eine gute Idee. Ich würde gern viel mehr machen. Ich bin aber froh, wenn ich gleich mit links den Rechner wieder auskriege. Und dann muss ich mir auf jeden Fall morgen irgendwie zwei Kissen besorgen, damit ich den rechten Arm hier auf den Tisch packen kann. Und ja, das sieht geil aus. Ich finde das so super, weil das hier unter diesem Mördermaterial so warm ist. Aber das Fett schmilzt, verstehst du? Hat alles auch Vorteile, ne? Tinder, tatsächlich, glaube ich, ja. Ich oute mich. Macht ihr ja alle nicht, ne? Also keiner von uns nutzt Tinder, alle machen sich nur drüber lustig, ne? Ist ja klar. Ich glaube tatsächlich aber, dass es ein Altersding ist, wie man es nutzt. Ich glaube, dass alle Leute unter, keine Ahnung, jetzt wird die Grenze schwammig. Das wahrscheinlich eher für die Vögelein nutzen und vielleicht über einem gewissen Alter man es tatsächlich nutzt, um sich kennenzulernen. Oder für beides. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin auch da noch relativ neu. Kronos, willst du mir jetzt auf den Sack gehen eigentlich mit irgendwas? Irgendwie jetzt gerade eben. Möchtest du mir jetzt wieder, ich kann auch die Kamera wieder Wasserwagen gerade machen, wenn du möchtest. Frittierter Frankfurter Grenze, was ist denn das? Sollte ich eigentlich kennen, ich bin ja in Rüsselsheim geboren. Ja, Kronos, aber doch nicht jetzt, Mann. Alter, ich bin froh, dass ich dieses Ding hier angekriegt habe.
Ich kann jetzt nichts erstellen. Das bringt jetzt nichts. Dann schreib mir das via WhatsApp oder in einer E-Mail oder so. Ich mag deine Vorschläge auch, ganz im Ernst. Aber doch nicht jetzt hier so. Ehrlich, nicht jetzt. Mein Mann, das können die Moderatoren auch, die dann echt zahlen. Geil, da subscribe ich sofort. Doppelt. Sehr, sehr lustig. Aber guck mal, so viele Leute hier zu. Ich meine, nicht, dass ich mich nicht freue, aber ich wollte doch nur den paar krassen Zuschauern sagen, dass ich zwar kaputt bin, ne, aber jetzt wieder regelmäßig da bin und euch am Montag genau sagen kann, wann, wie, wo, was und wie es ausfällt und ob ich operiert werden muss oder nicht und so. Und auf die Tränendrüse drücken kann und Donation für einen neuen rechten Arm und so. Hast du nie den Rainer Kallmund-Verschnitt auf 1 Live gehört? Der frittiert doch. Nee, kenne ich nicht. 11 Stunden Busfahrt! Was? Dann flieg! Warte mal, 11 Stunden Busfahrt. Bis nach Berlin sind es 5. Das heißt, du kommst aus München? Passau? München, Passau? Dann guck echt mal bei Eurowings zum Beispiel. Nur wenn du echt mal überlegst und Bock hast, vorbeizukommen. Zum Beispiel im Januar solltest du das. Da sage ich übrigens morgen, übermorgen, Montag auch noch mehr dazu. Denn wir werden jetzt diesen Monat die Planung versuchen in die Hand zu nehmen. Schwyz, der Markus aus der Schwyz. Hopp, Schwyz, finde ich geil. Eine der schönsten Städte auf diesem Planeten ist tatsächlich Zürich. Und das sage ich jetzt nicht, um bei dir zu schleimen, sondern mir ist sowas immer relativ egal eigentlich. Und ich war in der Schweiz, in Zürich und dachte mir nur, alter Falter, ich glaube am 1.8. oder so habt ihr einen Feiertag, ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Erst war das der 1.8.? Doch, war das der 1.8. Und ich war über den 1.8. da. Und ich wusste das gar nicht. Und war in meinem Konzert. Und boah, wie geil. Also, bitte nicht Zürich. War klar, dass das natürlich dir jetzt nicht gefällt. Aber ich fand's total geil. Ja. 1.8., ne? Genau. 1.8. ist euer Feiertag, glaube ich, ja. Genau. Und das war total cool. Und die Stadt fand ich super. Das fand ich großartig. Also muss ich echt sagen. Aber Kahn ist ein cooler Typ. Der war mal hier wegen einer Kochschau. Da durften wir ihn persönlich betreuen. Der ist auch cool, aber ich kenne nicht diese Nachmache. Du kommst aus Basel. Ja, auf jeden Fall. Ich mag die Schweiz. Ich mag die Schweizer. Und die betonen alles einmal so anders, oder? Ich habe lange mit einem zusammen gearbeitet, oder? Und in das Oder musste ich mich immer gewöhnen und an das so andere betonen. Und dann habe ich ganz lange, 6 Monate habe ich in der französischsprachigen Schweiz gearbeitet. Mal übers Millennium, glaube ich. In einer Bar natürlich, ist klar. Und das war spannend, weil mir gar nicht klar war, dass in dem relativ kleinen Land, was hier nun mal ist, die sprachlichen Grenzen so auseinandergehen. Also die konnten teilweise echt kein Deutsch oder die Deutschen konnten kein Französisch. Also, Schweizerdeutsch oder halt, ne, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ey, schön, dass du vorbeischaust hier. Was ich sagen wollte, diesen Sender habe ich ins Leben gerufen, weil ich wusste bis vor einem Jahr nicht, dass es sowas gibt wie Twitch. Dann habe ich mir ganz viel angeschaut und habe mir gedacht, wie geil ist denn das, was man heute alles selber machen kann? Und wollte halt ein paar Sachen anders machen, die ich schade fand. Also zum Beispiel, dass Leute immer nur zu Hause sitzen und man immer nur deren Gesicht sieht, wenn überhaupt. Wenn man überhaupt mal ein Gesicht sieht. Also ein öffentliches Studio, wo Leute vorbeikommen können. Und halt, wo es nicht nur um Gaming geht, sondern der erste Ansatz war, wo man halt vielleicht auch mal Zeit, wie Leute darauf kommen, so ein Spiel zu machen. Und dann habe ich mir gesagt, ich war Musiker, ich kann Gitarre spielen und Bass. Warum nicht Bands vorstellen? Warum nicht irgendwie andere coole Sachen vorstellen? Und das ist halt im Unperfekthaus in Essen super, weil da lauter kreative Leute rumhängen. Und da kannst du das prima machen. Und je mehr ich dann in der Spieleszene war und da in der Spieleszene, das klingt auch schon wieder so mystisch falsch. Geil. Habe ich dann gemerkt, wie viele Twitcher, YouTuber es zum Beispiel ankotzt, dass auf einer Gamescom du irgendwie 4 Stunden anstehen musst, um jemanden zu sehen, um 10 Minuten ein Spiel zu spielen und so. Und
Ich kann tatsächlich dieses Unperfekthaus umsonst mieten und werde in Zusammenarbeit, ich habe denen das Konzept vorgestellt, mit dem Unperfekthaus versuchen wir für den Januar eine kleine Gamescom zu organisieren. In dieses Haus passen aber nur 450 Leute, das heißt, es wird an den Tagen, wahrscheinlich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Donnerstagabend wird wahrscheinlich dann nur sein für eine Presse und geladene Leute, um zu zeigen, was wir gemacht haben. Und Freitag, Samstag, Sonntag wird es pro Tag nur 450 Tickets geben. Und ich nehme jetzt mal ein total bescheuertes Beispiel, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Also die Entwickler von Ben und Ed waren ja zum Beispiel schon hier. Ne? Die kriegen zum Beispiel auch auf jeden Fall einen Raum hier und können den ausstatten, wie sie wollen und so weiter und so fort. Wenn jetzt ein Gronkh da oben sitzen sollte in einem Zimmer und die 450 Leute kommen alle nur wegen ihm, dann ist das Unterschreiben aber nach anderthalb Stunden vorbei. Und dann hat man noch 12 Stunden hier im Haus und er auch, um mit hier rumzugehen, um mit die Sachen zu zocken, um mit ins Sony-Zimmer zu gehen, ins Bethesda-Zimmer, zu Sluggerfly und Ben & Ed spielen, mit den Erfindern gegen die und die Leute können zuschauen. Und man kann mit dem essen und quatschen und hier wird keiner überrannt und man muss Angst haben um Leute irgendwie und so weiter und so fort. Und es ist alles viel näher. Und das Schöne ist, als ich angefragt habe bei 1-2, deren Namen ich nicht nennen will, und Studios, das ist halt schwierig, weil wir essen Olli Petri. Also ne? Ich heiße ja nicht Ryan Eckhaus, sondern ich heiße Olli Petri. Und mich kennt kein Schwein und ich kann ja noch nicht mal vernünftig zocken. Ich habe halt nur Bock auf eine coole Idee und auf ein bisschen was anderes. Und hier eine schöne Community irgendwie auf die Beine zu stellen für uns. Und es ist aber was anderes, wenn man sagt, hier ist das Arden Games Studio und das Unperfekthaus und wir hätten eine Frage. Und das Unperfekthaus hat einen Namen. Und das ist schon ganz cool irgendwie. Das ist schon ganz cool und Vitas, ich bin Grafikdesigner und wollte dich fragen, ob du Interesse an neue Designs hast. Nein, so nicht. Und zum Beispiel würde ich dann, glaube ich, eher Leute fragen aus der Community, die ich schon kenne. Ich weiß auch gar nicht, das ist jetzt in Rot. Hast du mir das jetzt... Markus Game 33 aus Basel. Dankeschön. Vitas, nicht böse gemein sein, aber zum Beispiel, wenn es schon sowas, dann kannst du wenigstens mal followen. Wenn du wenigstens followen würdest, dann, ne? Aber einfach jetzt so alle Channel mal durchgehen und braucht irgendjemand einen Designer oder so. Aber auf der anderen Seite... Kann man ja auch nicht übel nehmen, ne? Weil wie sollst du sonst einen Auftrag kriegen? Ich brauche keinen. Ich habe ganz tolle, zum Beispiel die Frau Amokhamster. Die würde ich fragen, wenn ich was designt haben wollte. So jetzt zum Beispiel, da weiß ich nämlich, dass die super zeichnen kann. Also nicht böse sein. Nicht böse sein. Liebe Vitas 01 und viel Glück und bei der Suche und so. Aber da habe ich schon was. Matt Hell, 1987. Matt Hell 1987. Huhu. Guten Tag. Also. Vita. Sowas nicht. Super cool. Ey, also wenn du irgendwelche Ideen hast oder so, ne? info@artengames.de. Einfach schicken. Auf jeden Fall auf nächste Woche, bis ich weiß, was mit meinem Arm ist. Ich kann ja nicht, ich kann nur links. Ich kann hier, wenn ihr das seht, ich kann nicht. Hier, der Arm ist festgebunden. Auf Pocke. Arm auf Pocke. Vitas, wie gesagt, ist auch nicht böse gemeint. Schick einfach, wenn du irgendwelche Ideen hast für irgendwas oder so. Du hast unser Maskottchen gesehen, den Septopoden. Du siehst, wie... lässt sich jetzt noch drüber reden. Es lässt sich immer über alles reden. Wenn du irgendwelche Ideen hast, dann schick sie mir. Mir fällt aber gerade nichts ein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für solche Sachen habe ich im Moment nicht so einen Kopf. Weil wegen hier Arm kaputt und eventuell operieren und so. Und denn nochmal, ich wollte eigentlich nur den paar Leutchen, die hier... Danke fürs Followen.
Dankeschön. Wollte ich nur kurz sagen, dass ich noch lebe, dass ich zwar einen neuen Arm brauche, aber doch alles Gutes und so weiter und so fort. Aber Vitas, schön, dass du mit am Start bist. Und schön, dass es dir gefällt hier. Lass mich dir das kurz zu Ende bringen. Und wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir im Januar hier so eine Minigames-Com irgendwie an den Start bringen. Wie groß und wie klein die wird und wer zusagt und wer nicht, das werden wir sehen. Aber es wird tatsächlich ein wenig anders laufen. Also wenn es 400, 450 Tickets pro Tag gibt, also ich glaube, es sind 450, dann werden wahrscheinlich 420 in den Verkauf gehen. 10 kriege ich, 10 kriege ich das Unperfekthaus und 10 sind geladene Gäste. Dann ist fertig. Hartz IV Online. Hartz IV Online ist aber auch geil. Dann, Hartz IV Online finde ich großartig. Moin und herzlich willkommen. Dann ist dann da auch Schluss tatsächlich. Und dann ist das halt hier eine gemütliche Runde. Und dann hat man hier den ganzen Tag Zeit, sich alles in Ruhe anzugucken. Man kann Sachen mehrmals spielen. Man kann mit den Leuten quatschen. Ich hoffe, ich habe einen Riesenwunsch. Ich will gar nicht von Gronkh reden. Aber ich weiß, dass die Pan aus Essen kommt. Und ich habe hier eine Gruppe von Mädels, die machen auch so japanische Sachen, die sich anzünden. Ich weiß, dass sie das auch mag. Und die würde ich gerne zusammenbringen und vielleicht auch herbringen, dass die Pan vielleicht einen eigenen Raum hat und die Mädels einen eigenen Raum haben. Und es soll familiär werden. Es soll familiär werden und es soll Spaß machen und die Leute sollen zusammen hier was erleben, dass sie von mir aus sich, dass man es halt, Flo, Mann, was ist denn los? Ey, wie geil, moin, dankeschön. Flo 111989, danke. Dass die, es soll schön sein, es soll familiär sein, es soll Spaß machen, es soll entspannt sein. Und von mir aus darf es so sein, dass es dann im nächsten Jahr eine Woche geht, ist mir scheißegal, weil halt die Tickets einfach nicht mehr werden pro Tag. Aber es soll genau das Gegenteil sein von dem Massending. Und ich habe kein Problem damit, dass Leute... Was? Matt Hell, du bist in Indien! Alter, was machst du denn in Indien? Wie geil! Kommen hier immer im Minuten nach Follower rein. Nein, aber tatsächlich waren die alle echt... Ich kann tatsächlich die Leute sehen, die zugucken. Und mit dem Chat-Gedöns da. Und die waren alle echt... Tatsächlich, voll geil. Aber wir Der Matt Hell zum Beispiel. Ne? Der hat ja gerade sogar geschrieben. Yes! Aus Indien, ein Follower aus Indien. Ich würde mich jetzt gerne auf Indisch bedanken, ich weiß aber nicht, wie das geht. Aber moin, bist du im Urlaub? Bist du im Studium? Wohnst du in Indien? Wieso Indien? Müsste ich mir auch mal angucken. Geil. Mit dem Ankh-Bot geht, das weiß ich gar nicht. Mit dem Chatty geht das, liebe Laila. Das erkläre ich dir gerne in Ruhe, wenn du magst. Chatty geht das, ja. Der Chatty zeigt dir an, wie viele Leute zugucken und wie viele Leute davon angezeigt werden, weil sie angemeldet sind. Und zeigt dir an, wie lange du online bist und so weiter und so fort. Das geht. Also zum Beispiel, ich habe es jetzt nicht auf, aber ich schätze mal, dass jetzt gerade bei Twitch 10 eingeblendet ist und ich habe hier 22 stehen. Und die kann ich auch sehen. Es gibt zwar auch einen Weg, um das zu umgehen, aber das weiß ich nicht. Also ich zähle mal eben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Es wird 22 angezeigt, ich sehe hier 18 und 10 ist offiziell, weil du kannst ja auch dich unsichtbar machen, glaube ich, ne, und so. Und Leute möchten halt manchmal einfach nicht gesehen werden, was ich auch okay finde. Aber im Minutentakt, lieber Vitas, manchmal, wir hatten vor ein paar Wochen das Problem mit Bots. Das war echt total nervig. Ich weiß in dem Sinn immer noch nicht dahinter, warum man anderen Leuten einen Bot aufdrückt, damit es nicht so auffällig ist bei sich selber, weil ist mir schon klar. Aber es ist total nervig und da habe ich es ausgemacht irgendwann. Ja, also ich bin dazu, weil das völlig unverhältnismäßig war. Aber ohne die Bots wären wir jetzt, glaube ich, bei 600 und mit den Bots sind wir bei 600, knapp 700 Followern. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich bin hier wegen der Musikfestivals. Komm mal bei ein paar Tagen zurück. Ah, ha, okay. Ja, ist auch cool. FC Bayern. Hm.
Ist das nicht problematisch, die ganze Hardware so dicht am Fenster, oder werdet ihr das noch ändern? Nö. Nö. Ist erstens versichert hier, dann fällt der Stream aus und man muss sich was Neues kaufen. Zweitens, aber Einbruch ist ja verboten in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Aber ist jetzt relativ neu, gebe ich zu. Nö, ist alles gut. Also, wenn irgendwann ein Luxusproblem ist, dass man hier nicht mehr vernünftig senden kann, weil die Leute vor der Tür stehen oder vor dem Fenster stehen und sagen, dann ist es ein schönes Luxusproblem und dann werden wir das lösen irgendwie. Aber das ist ja eigentlich die Philosophie, dass man das hier ein bisschen öffentlicher macht. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich, wir haben nichts vorzuändern. Und wie es ich übrigens, ne? Also ich habe das mit jemandem zusammen angefangen, der hat aber irgendwann keine Lust mehr gehabt, weil ihm das zu groß geworden ist, was ich immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, weil deswegen haben wir es ja gemacht eigentlich, um hier irgendwie eine kleine Community auf die Beine zu stellen. So, Pan wie Pandoria übrigens, ja genau, Pan wie Doria. Die habe ich schon angeschrieben und habe natürlich nichts zurückgehört, weil, wer bin ich schon? Aber da habe ich als Olli geschrieben, nicht mal als Arden Games. Das werde ich auch noch versuchen, ihr zu schreiben mit dem Unperfekthaus zusammen. Denn es würde mich sehr freuen. Die ist ja aus Essen. Das wäre schon sehr cool irgendwie. Und genau, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Ich möchte gerne, dass das etwas echt Familiäres wird. Und von mir aus darf es eine Woche lang werden, wenn so viele Leute irgendwann daran Interesse haben sollten. Aber es soll was Gemütliches sein, was Familiäres. Und da die Firmen und Leute, die hier dann quasi Räume, Zimmer und so kriegen, um sich zu präsentieren, ja nichts bis wenig zahlen müssen dafür, werden wir von denen tatsächlich verlangen, dass die all das Geld, was die jetzt zum Beispiel auf der Gamescom für jeden Tag wahrscheinlich 85.000 Euro für einen Standmiete bezahlen müssen, das sparen die sich ja hier. Und dann sollen die das halt schön da reinbuttern. Dann dürfen die halt auch gerne da 10 Zockplätze einrichten und nachher die PlayStation versteigern oder verschenken oder verlosen oder was weiß ich nicht was. Oder die Leute, die dann sich am besten geschlagen haben, dürfen das Ding mitnehmen oder so. Die sollen hier auf jeden Fall was raushauen, weil die halt hier kaum was auf den Tisch legen müssen dann dafür. Oder gar nichts, ne? Und das ist halt schon was Besonderes. Das ist schon so geil. Ja, versuch das doch mal. Ich unterstütze das. Was? Ach so, kennst du sie oder was? Wenn du sie kennst, dann wäre das natürlich noch cooler irgendwie, ne? Also, ja, also an alle die, die von Anfang an übrigens hier mit dabei sind, ne, die ich auch teilweise schon persönlich gesprochen habe, die schon hier waren, mit denen ich sogar schon ein Bier getrunken habe oder auch zwei, oder denen ich schon mal eine Dose Monster aufs Auge gedrückt habe, moin Krolas, die, das sind natürlich die, die dann auch herzlich dazu eingeladen sind, hier dann halt quasi mitzumachen, ne? Und wir werden Zimtwuppi. Oh, jetzt weiß ich, was ich mir gleich kaufe. Die natürlich hier mithelfen können, sollen, wollen, auch wenn sie nicht von um die Ecke kommen. Ich werde für Helfer hier dieses WG-Hotel, wovon ich schon mal erzählt habe, da mache ich übrigens auch, da müssen der Kronos und ich auch mal einen Bericht drüber machen, über das WG-Hotel, das ist so geil. Wenn das WG-Hotel hier klar machen und die sind dann direkt am Start. Ich bin ja nicht neben der Tür, bin ich nicht mehr rausgekommen. Was meinst du, wie furchtbar das ist, wenn man dann Feierabend hat, ein paar Leuten noch ein bisschen was helfen muss, bis um eins übrigens, und dann sich Backstage hinsetzen darf. Das ist eine Katastrophe. Nein, da bin ich nicht mehr rausgekommen. Metal ist ein guter Helfer. Ja. Also ich schätze, so 15 bis 20 Leute werden dann da unterkommen und das sind die Leute, die das dann hier quasi mit organisieren. Und die werden dann da einquartiert von Mittwoch an bis Montag. Und dann, also die Leute natürlich nur, die Bock haben, ne, ist klar. Aber auch da gilt natürlich, ne, da werden wir nicht großartig was bezahlen können. Ich weiß. Alles gut und danke, das machen wir dann am 18. Wenn dein Stress vorbei ist und so, super cool. Also so stelle ich, also wie gesagt, hier Unterkunft, Essen und Trinken ist natürlich damit drin. Den Rest muss man halt einfach mal gucken, weil
wie gesagt, das machen wir alles, aber das ist so der Helferplan. Ja, also 15 bis 20 Leute brauchen wir bestimmt und die bringen wir hier in dem WG-Hotel unter und dann werden wir hier 25, 30 Plätze haben, wo sich Firmen und oder YouTuber, Twitcher oder wie auch immer präsentieren können, platzieren können, den Leuten was bieten können. Richtig geil. Und es wird die im ersten Jahr gar nichts kosten und wenn es sie überhaupt in den Jahren darauf was kosten wird, dann nur um die Kosten zu decken, die da wären, wenn die Räume anderweitig vermietet würden werden. Was zum Beispiel heißt, jetzt wenn ich bin am 18. 19. auf dem Tourraum, ja, ja, klar, auf jeden Fall, aber da arbeite ich nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass du kannst halt einen Raum mieten, was weiß ich, und dann kostet das halt pro Nase, pro Veranstaltung, was weiß ich, wenn ich jetzt hier eine Veranstaltung machen würde in einem der Räume und dann kostet das halt mit Essen und Trinken, was weiß ich, so und so viel Euro. Und für 3-4 Tage werden das dann, was weiß ich, wird ein Schnitt genommen. Das sind dann von mir aus 250 Euro. Das heißt, dann müsste dann Sony für 4 Tage 1.000 Euro hinlegen. Oh, wie furchtbar. Das ist natürlich ganz schlimm im Vergleich zu 100.000 Euro pro Tag bei der Gamescom, ne? Nein, aber das ist ganz einfach nur, weil es nur fair ist dem Haus gegenüber. Die stellen den Platz, dann darf man dafür auch bezahlen. Das wird beim ersten Mal nicht so sein, weil wir halt das bekannt machen wollen. Ja, und dann werden wir auch da ein Bier trinken. Macht ja mal keine Hoffnung. Aber das finde ich dann auch nur mehr als fair, dass die dass sie das Geld kriegen, was sie sonst normalerweise kriegen würden. Aber für die ist das nichts. Das sind ja Peanuts. Das ist ja gar nichts. Und die sollen dann aber hier richtig auf die Kacke hauen. Und dann wird das genau eine Kontraveranstaltung. Und da kann sich dann halt jeder entscheiden. Gehe ich zur Gamescom? Wahrscheinlich. Hallo, mein Freund. Das ist auch ein geiler Name. Was? Wut? Was? Ja klar, ich bin sauer. Nein, aber so sieht das aus, die Veranstaltung. Und das findet im Januar statt. Und das werden wir irgendwie hinkriegen. Eine Zusage haben wir schon, die Jungs von Sluggerfly. Also, wer Ben und Ed auf verschiedenste Art und Weisen mit, gegen und für irgendwelche Leute spielen will, der ist da auf jeden Fall schon mal dann aufgehalten. Wir werden bis dahin, also wir haben schon überlegt, wie geil wir den Raum machen werden für die Jungs von Ben und Ed. Die haben schon zugesagt. Voll geil. Hat er so gesagt? Ja, klar hat er so gesagt. Helferbetriebsanleitung für mich, jede Stunde ein O-Saft in den Rachen kippen. Ja, macht das. Ne? Ja, also das ist der große Plan für Januar. Das wird auch passieren. Cool. Ich wollte ja eigentlich nur 5 Minuten Hallo sagen. Ne? Jetzt quatsche ich schon wieder so viel. Blood Party, genau. Genau. Und Kronos, das heißt Ausrufezeichen Jewel, ne? Und nicht Ausrufezeichen Lila, nur mal so. Jetzt macht das nicht. Ich würde es ja machen, aber. Ist die Leila auch schon. Ja, ich bin ein Alien. Ja! Und ein toller Alien übrigens. Ja, also das ist der große Plan für Januar. Der sollte jetzt im August und September geplant werden. Hälfte Oktober vielleicht noch, damit man Oktober, November, Dezember zum Werbung machen hat. Wobei ich nicht glaube, dass man dafür... Für 400 Karten am Tag glaube ich nicht, dass man es gibt keine Ränge mehr? Gibt es keine Ränge mehr? Warte, wieso soll es keine Ränge mehr geben? Willst du mich verarschen? Klar gibt es noch Ränge. Aber was glaubst du, wie schnell die steigen irgendwann? Musst du schon ein bisschen dabei sein. Warte mal, ich habe auch. Ich denn? Nicht auch noch Jason? Ne, siehst du? Ich bin die Bruth Mother. Ja, Grazzle.
Es tut mir total leid. Ja. Achso, die Preise zum Beispiel, ne? Das wird dann auch so sein, dass, also wenn du hier ins Unperfekthaus rein willst, dann zahlst du ja 55 bzw. 96. Also wenn du Student oder irgendwelche Ermäßigungen hast, 55. Ansonsten 96. Und jetzt, bevor jetzt alle hier wieder, was, das kostet Geld? Ja, dafür kannst du aber morgens um 8 kommen und nachts um 1 kannst du gehen und bis dahin hast du hier alle Getränke umsonst. Alle. Nur die alkoholischen nicht. Ansonsten alles. Von Tee, Kaffee, Cappuccino, Cola, Cola, alles. Alles, was du dir vorstellen kannst und noch mehr. Weil hier gibt es Getränke, die du noch nie gesehen hast. Malzbier, alles. Ist alles mit drin. Also ist das für 5-6 Euro, finde ich, ist das völlig in Ordnung. Und, aber dann, wenn du gehst, gehst du halt. Und dann kannst du aber das Tagesticket kaufen. Das kostet dann 11. Das heißt, du kommst hier morgens um 8 hin, kannst du deine Sachen einschließen. Das kostet gar nichts. Und kannst dann halt bummeln gehen, kommst wieder, bummeln gehen, kommst wieder und so weiter und so fort. Das kostet, glaube ich, 10 Euro. Und das muss man halt in diese Karte mit reinberechnen. Und dann haben wir natürlich Kosten, die entstehen, keine Ahnung, wenn du 400 Tickets am Tag verkaufst, mal 3, dann sind das 1200. Und wenn wir dann irgendwie für die, sagen wir mal, wir nehmen 10 Euro für für das Haus, ne? Weil du, natürlich sind alle Getränke damit drin, ist klar. Und nehmen dann, was weiß ich, 2, 3, 4 Euro, um halt Kosten zu decken. Wenn ich, ist das völlig in Ordnung. Also wenn man jetzt zum Beispiel für eine Karte 15 Euro nimmt, finde ich das nicht schlimm. Und du hast hier alle Getränke mit drin, wenn du hier reinkommst. Und wenn du ein Bier trinken willst, kostet es 1 Euro. Das ist natürlich eine Katastrophe, ne? Ja, ganz schlimm. Das heißt also, es wird auch keine Abzocke, sondern genau das Gegenteil. Ich finde für 15 Euro zum Beispiel, den ganzen Tag lang eine Minigamescom zu haben, wo du stundenlang dich mit Sachen beschäftigen kannst oder halt Twitcher, YouTuber kennenlernen kannst, finde ich jetzt nicht furchtbar. Also wirklich nicht. Und natürlich wird es einen Livestream geben. Rapatata, wie furchtbar. wie gesagt, also ich finde das nicht schlimm. Man muss halt, du musst halt Leute finden, ich kann zum Beispiel, man kann da natürlich, ich kann kein Geld bezahlen für jemanden, ne? Also wenn jetzt die XY, der Twitcher oder Streamer sagt, ja, ich will aber 5.000 Euro am Tag, das geht natürlich nicht. Ne? Also sagen wir mal, wenn du 1.200 Tickets hast und nimmst 5 Euro pro Ticket quasi, die du dann hast, um irgendwas zu machen, also, ne, dann, also selbst dann, 1200 Tickets, das sind 5000, das sind 8000, lass es 7000, 8000 Euro sein, die du zur Verfügung hast. Wen soll ich denn dafür kaufen? Also entweder haben die dann da Bock drauf und oder nicht. Es geht nicht um Hotelzimmer und um Essen und Getränke, die kann man mit Sicherheit hier irgendwie organisieren und klar machen. Aber all dieses Geld, was dann in Anführungsstrichen eingenommen wird, das wird ja, du musst das ja hier organisieren, du musst ja Sachen bezahlen, ne? und Essen und Getränke für die Helfer bezahlen und so. Ja, also. Gut, 19,99 wäre wahrscheinlich auch noch okay. Aber wie gesagt, ich will auch noch nicht sagen, also ich will nur damit nur sagen, dass das keine Abzocke werden würde, sondern es soll halt allen Spaß machen. Ich habe kein Problem damit, wenn ich monatelange Arbeit damit hatte und mir 2000 Euro dafür in die Tasche stecke. Yoshi, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige. Und musst dich mit Gronkh einigen. habe ich also kein Problem mit. Ja? Also wenn ich 6 Monate lang etwas arbeite, kann man das ja mal, plus Frühstück und Fahrdienst, ja genau, kann man das ja mal umrechnen. Und wenn man sich dann 2000 Euro davon in die Tasche steckt als Lohn, ne, das verdienen andere Leute in einem Monat und du hast daran quasi 6 Monate gearbeitet, finde ich das nicht verkehrt. Und nur mehr als rechtens. Aber wie gesagt, muss man halt einfach mal schauen, was man, wie man macht. Ich kenne ein paar Leute, die reden immer in ihren Streams, wie toll sie das finden würden. Da werden wir einfach rauskriegen, ob das einfach nur Gelaber ist oder ob das halt auch wirklich so ist.
Es soll halt wirklich ein Miteinander, für ein Miteinander sein und was Besonderes sein. Ne? Und das kann es nicht sein, wenn ich 50 Euro für ein Ticket nehme. Kann es nicht sein. Das heißt also, sagen wir mal 15 bis 20 Euro, damit man vielleicht tatsächlich ein, zwei Leute bezahlen kann oder so, aber eigentlich möchte ich es gar nicht. Ja, also wenn, mir der Manager eines YouTubers sagt, nein, wir kommen nicht, weil, dann ist schade. Dann ist halt Pech. Fertig. Dann frage ich einen Funk und schreibe ihm einen Brief und frage ihn, ob er Bock drauf hat, einen Tag vielleicht nur zu kommen. Hotelzimmer, Essen, Getränke sind drin. Fertig. Vielleicht hat er ja Bock, samstags hier zu streamen. Kann er ja auch über seinen Sender machen, ist mir dann egal. Und wir hosten und er sitzt aber hier im Studio und streamt, das wäre doch lustig. Also, das muss man dann halt ein bisschen so sehen irgendwie, dass es halt ein bisschen was anderes ist. Dass man halt keinen dafür bezahlt. Wenn man kein Geld verdient, kann man auch keinen dafür bezahlen irgendwie. Dass, vielleicht lassen die Firmen ja was springen. Ne? Also, oder vielleicht, ich weiß, dass es Fördertöpfe gibt vom Staat, wenn man sowas macht. Vielleicht kriegt man dadurch dann auch irgendwie was hin oder so. Aber wie gesagt, auch das wird alles relativ gläsern. Also es ist nicht so, dass ich hier hinter verschlossener Tür was organisieren will und ihr habt nachher keinen Einblick so, kann das denn sein? Sondern es ist ja auch spannend, das mitzukriegen halt mal. Ne? Also fände ich halt auch spannend, das mitzukriegen. Und dann dürfen das die Leute ruhig alle wissen. Und ja, ich werde auch was dabei verdienen. Nein. Eine Katastrophe. Ich werde was davon verdienen. Nein, Olli. Das kannst du nicht machen, ey. Mann, du gehst arbeiten. Also, ihr könnt ja mal schauen. Fördertopf seit... Stimmt. für alle, die also gerne mal rechnen wollen. Seit dem 15.04. können die gerne mal gucken, wie viele Stunden gestreamt worden sind. Und es sind mit den 4 Subscribern übrigens... Und den 4 Euro, die gesponsert worden sind von der Limo. Wie geil übrigens. Habe ich total vergessen. Voll cool. Sind es jetzt 20 Subscriber und 15 Euro Spenden. Kann man dann gerne mal durch die paar hundert Stunden teilen. Falls irgendwelche Leute, die immer auf die Idee kommen, sagen, du wirtschaftest doch nur in deine Tasche. Das kann irgendwann nur alle dumm da. Und so, ne? Wie gesagt. Es soll was Besonderes werden und es soll cool werden und für alle fair und es wird eine Menge Arbeit. Und so eine kaputte Schulter hilft da nicht gerade dran. Aber aus der Förderpfanne des Staates hoffen wir, dass wir auch noch was dazu kriegen. Das organisieren wir alles die nächsten Wochen. Well. Das funktioniert übrigens tatsächlich mit dem Hintergrundgeräusch ausblenden, Kronos, sehe ich gerade. Das ist ja lustig. Ja, also, jetzt ist aber gut. Jetzt ist es wirklich gut. Also, ich bin morgen hier. Ach so, jetzt sind ein paar Schreiber hier und so, ne? Laila, bist du noch da? Laila ist nicht mehr. Doch, da ist Laila. Laila ist noch da. Ein paar Leute, die schreiben und so, sind, glaube ich, auch jetzt hier, die ne, schreiben und malen können und vielleicht musizieren können. Am Sonntag ist die Buchvorstellung von der Sophie, glaube ich, ja. Und da kann man das Buch gewinnen und so weiter und so fort. Morgen werde ich bekannt geben, es gibt irgendwie ein, zwei Sachen, wie man sich beteiligen kann, um da halt was zu gewinnen. Und dann werden wir vielleicht das auch vorlesen. Das ist, wird zum einen zum Beispiel so eine Nummer sein, wie wir letztens hatten mit dem Impro. Also sie wird irgendwie ein paar Wörter vorgeben und dann bitte eine Kurzgeschichte, kurz schreiben, irgendwie eine Seite oder so. Und die werden wir dann vorlesen und dann wird das und so weiter und so fort. Also stay tuned für morgen Nachmittag, Abend, wenn ich hier am Start bin. Da werde ich dann genau erklären, um was es geht. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, macht mit. Und am Sonntag wird das dann auch direkt... vorgelesen. Am Sonntag, Mittag bin ich hier. Mittag heißt nicht um 12 Uhr, sondern Mittag ist mittags so halt. Ne? So. Ich schätze so zwischen 1 und 3 bin ich hier und dann werde ich nochmal genau erklären, wie, wo, was und werden vielleicht schon ein, zwei Videos zeigen oder Sachen vorlesen von den Leuten, die mitgemacht haben und dann geht das den ganzen Abend und dann stellen wieder ein paar Autoren ihre Bücher vor. Das ist der Sonntag. Am Montag gehe ich zum Onkel Döck
und werde mir sagen lassen, dass meine Schulter kaputt ist und dass sie operiert werden muss. Also ich hoffe nicht, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und danach werde ich hierher kommen und dann werde ich die Pläne eintragen und so weiter und dann werde ich euch erzählen, morgen werde ich euch erzählen, was mit dem Lukas ist, nächsten Samstag. Erster Musiker, der kommt! Voll geil! Und dann am Montag werdet ihr auf jeden Fall wissen, was wie wo mit meiner Schulter ist und wie dann das im August weitergeht und so weiter und so fort. Das mit dem Zocken nicht klappt, das tut mir leid. Ich werde das auf jeden Fall morgen versuchen und mir irgendwie was für zum Drunterlegen mitbringen, damit ich den Arm auflegen kann und dann muss ich einfach mal gucken, ob das klappt oder nicht. Hilft ja nichts, ne? So. Vielen Dank für auch bei den Neuen, ihr seid an einem Tag dazugekommen, wo ich rumkrüppel und eigentlich nur sagen wollte, dass es noch ein bisschen dauert mit dem Rumkrüppeln, bis wieder alles so ist, wie es ist. Wenn ihr neugierig seid, schaut euch die Videos unten drunter an. Guckt mal bei Arten Games TV bei YouTube, da habe ich einfach mal alles hochgeladen. Vielleicht findet ihr ein paar interessante Sachen, damit ihr mal seht, einfach wie das hier normalerweise abgeht und so. Und das ist eigentlich, wir haben sie nicht alle, sage ich ganz ehrlich. Bin ich aber auch ein bisschen stolz drauf. Und wir sehen uns morgen Nachmittag, Abend. Vielleicht bin ich nicht alleine, ne? Dann nicht wundern. Und danke. Bis morgen.